Check. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin sehr gut gelaunt, hoffe natürlich ihr da draußen auch an diesem wundervollen Tag. Meine Damen und Herren, heute gibt es wieder mal ein First Dates Date für euch. Ich habe das Gefühl, die Kamera ist ein bisschen dunkel. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich mach's jetzt einfach. Ohne groß schnackeln, fackeln lang um den heißen Brei, liebe Freunde, bald ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schon alle eure Geschenke besorgt. Ich habe noch nichts gekauft. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses Jahr irgendwas schenken werde. Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus jetzt. Ich will nichts mehr geschenkt bekommen und ich will auch nichts mehr schenken. Kennt ihr? Ich bin jetzt aus dem Alter raus. Ich habe diese Grenze erreicht. Ich muss jetzt nichts mehr schenken. Nein, Spaß. Wir steigen direkt ein ins Video. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, auch zu RTL Plus. Dort findet ihr alle First Dates Folgen, die es jemals gegeben hat. Aber auch Trash TV, Are You The One, Love Island, Temptation Island, Bachelorette, alles auf RTL Plus. Checkt's gerne ab. Und ja, ansonsten ist da noch mein Insta verlinkt. Mein Hauptkanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wir gehen rein ins Video. Ohne groß schnackeln. Let's go. Da ist er. Wer ist es? Ich bin Janis. Zu First Dates führt mich einfach mal eine coole Erfahrung machen. Ist, glaube ich, einfach eine coole Sache, mal irgendwo was Neues auszuprobieren. So, Macher. Mal was Neues ausprobieren. Janis, 23 Jahre alt. Junger Hüpfer noch, ne? Scheiße, Leute, ich bin 25 jetzt. Das Leben ist echt hart. Als Corona angefangen hat, war ich 21. 21, jetzt bin ich 25. Es ist alles schneller vorbei, als ihr gucken könnt, vertraut mir. Ich bin total der spontane Typ, ich lasse alles sofort auf mich zukommen. Ich sag eigentlich zu nichts nein, weil ich halt immer Bock habe, irgendwas zu unternehmen. Bei mir gibt es auch keinen Abend auf einer Couch oder so. Hi. Grüße. Hallo. Also meine Mutter feiert dich total. Wir gucken immer die Sendung, haben die immer früher zusammen geguckt. Haben wir immer da so getippt, so, wenn sich so zwei Leute getroffen haben, passen die zusammen oder nicht. Wer halt weniger richtig hatte, der musste dann den Abwasch bei uns immer machen. Wenn jetzt Inga... Ist aber eine geile Idee, ne? Wenn man das so auf Ernst guckt zu Hause. Sagen wir mal, ihr guckt das jetzt mit eurer Mitbewohnerin oder eurem Mitbewohner oder... Freund, Freundin, wie auch immer. Oder ihr guckt's auch mit eurer Mutter. Warum guckt ihr nicht meine Videos mit eurer Mutter? Das ist nämlich so eine Sache, die könnte man einfach mal in den Raum geben. Mütter mögen mich eigentlich. Wahrscheinlich nicht alle, aber... So, und jetzt macht mal eure Wetten hier irgendwie. Also, ob die... Ach so, wir haben die... Dieses Mädchen ist ja noch gar nicht da. Okay, wir wetten gleich. Let's go, wir gucken erstmal weiter. Inga. Inga. Schöner Name, habe ich noch nicht gehört. Wenn du jetzt mit Inga dann am Tisch sitzt, würde ich am liebsten deine Mutter über FaceTime anrufen und fragen, was sie schätzt. Was würde deine Mutter sagen? Was passt für eine Frau zu dir? Eine extrem humorvolle Person würde zu mir passen, die halt Spaß versteht, wo man sich auch gleich, keine Ahnung, wenn man hier eine halbe, dreiviertel Stunde am Tisch sitzt, wenn man sich einfach so einen schönen Spruch schon mal drücken kann, dann ist das gleich so, einfach so auf einer lustigen Ebene halt. Humor ist für mich das... Das ist wichtig, ich gebe ihm komplett recht. Ich habe hier noch einen Schluck Wasser, denkt ihr, das ist koscher? Ich war jetzt gerade 5 Stunden nicht zu Hause, deshalb war ich mir nicht sicher, von wann dieses Wasser ist. Auf jeden Fall, ich gebe ihm recht, ich glaube, Humor ist bei mir mit auch einfach ein Stellenwert ganz weit oben, weil dieses auf Krampf witzig sein fühle ich gar nicht und diese perfekte Mischung zu finden, dass du jemanden findest, der auf deinen Humor klarkommt, ist schon besonders. Wenn du einen besonderen Humor haben solltest. Falls nicht, dann ist natürlich nicht besonders. Allerwichtigste tatsächlich in der Beziehung, weil was will ich mit meiner Partnerin, wenn ich nicht mit der lachen kann? Das ist einfach essentiell wichtig für eine Beziehung und das sorgt ja auch für eine Harmonie. Es wäre auch schön, wenn sie natürlich wirkt und nicht 30 Schminktücher braucht, um wieder normal auszusehen oder so. Das wäre mir sehr wichtig. Und, wie sieht's aus? Och Maus, Inga. Ich bin Inga, ich bin auf jeden Fall ein offener und spontaner Typ, ich liebe es. Auch 23 und macht ein duales Studium zur Steuerfachangestellten. Inga, du, ich, wir reden mal. Hier, hört man das? Hier liegen so viele Drecksbriefe, ey. Steuern ist einfach nicht meins, aber ist ja auch egal. Also, das gehört ja jetzt nicht zum Thema. Spontane Dinge zu unternehmen, auch einfach mal drauf los, irgendwas zu machen, gar nicht viel drüber nachzudenken. Andererseits aber bin ich auch eine sehr zielstrebige Person. Ich weiß auch, was ich will. Und wenn ich was will, dann weiß ich auch, wie ich das schaffe und bin da sehr ehrgeizig. Na dann. Auf geht's, ich würde Inga gar nicht mal so sagen, dass ich irgendwie einen Traumtyp, irgendeinen bestimmten Typ Mann habe. Bevor sie ihn jetzt sieht, bevor wir Reaktionen sehen, jetzt eure Wetten in die Kommentare. Also wir wetten jetzt unter uns, du und ich. Außer ihr habt zu Hause jemanden neben euch, der gerade zuguckt.
wettet mit der Person um irgendetwas, was im Haushalt ansteht oder zu tun ist. Abwasch ist zum Beispiel echt nicht schlecht. Oder wer heute das Abendessen später macht oder das Frühstück morgen. Wettet. Sind die beiden ein Match oder nicht? So, und wenn ihr jetzt eure Stimmabgaben gegeben habt, sag ich euch, was ich denke. Ich sag, die beiden sind tatsächlich ein Match. Ich sag, das wird was. Das ist meine Einschätzung. In dem ich mich verlieben könnte. Ich denke, das Gesamtpaket muss einfach passen. Und First Blick, der erste Blick. Küssen am ersten Tag? Für mich eigentlich eher nicht, weil dann der Reiz für das zweite Date halt da ist und man sich dann denkt. Küssen nach dem ersten Date? Ich schließe es nicht aus. Okay. Bruh. Hi. Ich bin Janis. Ich bin Inga, hi. Habe ich noch nie gehört, den Namen irgendwie. Nee? Nee, es ist mir komplett neu. Inga, schön, dass du hier bist. Du siehst schön aus. Dankeschön. Wenn ich mir eine Haarfarbe aussuchen müsste, wäre das auch so ungefähr die Farbe? Ich mag braune Haare. So ungefähr die, der Ton. Den Ton hat es jetzt nicht ganz getroffen, aber ungefähr kommt schon hin. Sehr bei Frauen. Das ist sehr hübsch, auf jeden Fall. Ich dachte, der Janis erinnert mich die ganze Zeit so ein bisschen an Mats Hummels, ne? Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen, aber Mensch, für was im... Oh, schaut mal, wer da hinten wieder da anwesend ist. Ist das sie? Es ist lustig, wenn wir uns gegenseitig das Getränk bestellen irgendwie. Finde ich gut, lass es machen, ja. Okay. Schieß los, was darf es denn sein? Also so ein Bier wäre, finde ich, zu langweilig. Ja, ne, ne? Schon was Extravagantes hier. Kann ich mal die Karte? Ja, klar. So. Mit dem gegenseitig Getränk bestellen, fand ich eine richtig coole Idee. Ja, das ist ja auch einfach innovativ. Das ist, also ich finde es, ist krass. Ich finde auch gut, dass er die Idee hatte und genau, bringt ein bisschen Spannung rein. Okay, ich würde sagen, er nimmt den Love Booster. Okay, ich nehme den Love Booster. Hm? Dann würde ich dir tatsächlich einfach mein Lieblingsgetränk geben und das ist der Mojito. Okay, gut. Woher kommst du eigentlich? Aus Wernigerode. Ach, Wernigerode, krass. Kennst du das? Na, im Harz, klar. Ja. Schön da. Ja, ich komme aus Leipzig, also ich wohne zurzeit in Leipzig. Ach ja. Den kennst du wahrscheinlich auch. War ich auch letztens. Genau. Was hast du da gemacht? Ich war auf dem Sputnik. Ach, du warst auf dem Sputnik Springback. Ja. Ach, ja. Ja, du feierst auch Festivals und so. Ja, bist schon. Viel unterwegs da. Ja. Cool. Bist du auch auf Festivals? Okay. Naja, ich bin halt eher so, also Festivals auch, aber ich gehe auch gerne einfach so feiern halt immer zur Mucke. Ich gehe auch gerne einfach so feiern, einfach zur Mucke. Ja. Was macht man denn bei Festivals? Ich bin auch gerne einfach feiern. Ich glaube, wir haben eine relativ ähnliche Musik- und Feierrichtung, dadurch, dass sie auch sagt, sie geht gerne feiern und so. Das ist eine coole Sache. Schmeckt schon alkoholisch auf jeden Fall. Ja, der auch. Aber gut. Mojito ist halt eine Herzenssache, ne? Schließt irgendjemand aus, heute Abend zu essen? Nö. Nö. Du schließt nichts aus? Der wird gleich sagen, ich bestelle dir dein Essen und du mir meins. Also wir können es ja so machen, dass, ich weiß noch nicht, wir bestellen uns zwei, jeder eine einzelne Sache und wenn es uns nicht schmeckt, essen wir voneinander. Ja. Ja. Bro, er hat voll die Pläne, ne? Der baut direkt ein Haus. Also ich würde sagen, du gehst jetzt nach dem Date in meine Wohnung und ich ziehe in deine Wohnung. Und dann lebe ich dein Leben und du lebst meins. Und wir gucken, wer es länger schafft, das Leben des anderen zu leben. So. Ich finde, das mit dem Lachs klingt gar nicht so schlecht. Den hätte ich tatsächlich auch, genau. Nee, wir müssen drum schnicken. Nee, okay. Okay, wir schnicken, wer den Lachs bekommt. Der gewinnt, kriegt den Lachs. Ja, genau. Okay, aber lass mich kurz überlegen. Schnick, Schnack, Schnuck. Das ist natürlich klar. Schnick, Schnack, Schnuck ist quasi unser Leben. Also von meinen Kumpels und mir, wir entscheiden quasi alles über Schnick, Schnack, Schnuck. Aber bei uns gibt es dann halt den Kodex, dann wird das halt durchgezogen. Da gibt es keinen Rückzieher. Also Inga wollte Habt ihr jetzt durch Schnick, Schnack, Schnuck entschieden, wer was nimmt, oder? Ja, genau. Sind halt noch Teens. 23 Spaß. Ich bin gar nicht viel älter. Ich tue gerade so, als wäre ich hier gerade der große Bruder. Kann da jetzt raus? Also ich nehme die Lachsforelle. Das war die Schere, oder was? Und ich nehme die geschmorte Lammschulter. Ist doch, klingt doch recht einfach. Ja, oder? Also ich finde es ganz cool generell, wenn man einfach mal was anderes macht als normal, sich irgendwie was ausdenkt. Und ja, so wird es nicht langweilig. Ich bin halt so eine Person, die ist halt sehr wenig am Handy, ne? Also ich habe eine Bildschirmzeit am Tag von maximal 2 Stunden. Das finde ich super. I wish. Ach, ich will gar nicht gucken, Alter. Scheiße, ich habe gar keinen Bock auf diese negativen Vibes jetzt.
Der wird mir langsam richtig unsympathisch. Ich gucke ehrlich gesagt nicht nach, was ich für eine Bildschirmzeit habe. Ich denke mir halt, was bringt dir das, wirklich die ganze Zeit an einem Handy zu leben? Du hast ja nichts davon. Und wirklich, ich möchte, wenn ich später irgendwie auf mein Leben zurückblicke, ich will einfach denken, geil, Mann, ich habe so viele coole Sachen erlebt und mich an Momente erinnern, die man einfach erlebt und nicht durch sein Handy gesehen hat oder sonst irgendwas. Krass, du sprichst mir gerade wirklich komplett aus der Seele. Also du sprichst mir wirklich gerade aus der Seele, ne? Sie ist, glaube ich, was so Social Media angeht, auch so eher weniger am Handy. Social Media oder Social. Ja, ist cool. Ihr seid toll, ihr zwei. Toll, Mann. Ihr trifft gerade, die treffen gerade bei mir echt einen wunden Punkt, weil das ist mit eins der Sachen, die mich gerade am meisten bei mir persönlich abfacken, wo ich schon wirklich oft überlegt habe, wie kann ich das umgehen und wie kann ich meine Bildschirmzeit runterkriegen. Aber ich muss sagen, ich habe eine gewisse Sucht aufgebaut, leider. Ja, mal gucken. Vielleicht wäre Seven vs. Wild 2 Wochen in der Wildnis mal ein Anfang. Was ich auch total sympathisch finde, weil man kann sehen, muss sich ja aufeinander konzentrieren oder wenn man immer permanent das Handy anhat, dann vergisst man ja irgendwie das Leben und das ist halt einfach unschön. Wenn du jetzt so sagen müsstest, okay, wir reisen jetzt sofort irgendwo hin, wohin würdest du mit mir reisen? Jetzt sofort? Ja. Also ein absolutes Reiseziel, ich möchte auf, dann lass uns nach. Nach Japan. Nach Japan? Hm? Okay. Wenn jetzt Geld keine Rolle spielt, ne? Also wenn das Geld keine Rolle spielen sollte. Okay, wenn das jetzt in einem dekadenten Studentenrahmen okay, ja, sich befinden müsste. Dann würde ich sagen Norwegen. Norwegen. Also auch schon ein bisschen teurer, ne? Nee, da, also aber da habe ich sogar Verwandtschaft. Na, da können wir günstig, kostengünstig unterkommen. Ich bin da in 2 Wochen in Norwegen. Also nice. Ist quasi in Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen. Mega. Genau. Das ist sehr cool. Ich glaube, beim Thema Reisen sind wir uns schon ähnlich. Also habe ich das Gefühl, dass wir einfach gerne auch drauf losziehen, gar nicht unbedingt einen mega Plan brauchen. Also, das ist nicht die Kellnerin, oder Leute? Das ist jetzt nicht die. Gut, ich wollte nur kurz sicher gehen. Die sieht auf jeden Fall anders aus. Einfach mal gucken, was passiert. Ich glaube, auf jeden Fall haben wir beide Lust, einfach was zu unternehmen und was zu erleben. Guten Appetit. Hattest du schon mal irgend so ein Date, wo du so irgendwie gefühlt dir dachtest, ja, da kann ich auch mich aufs Sofa legen und guck mir Elefant-Tiger und Co. zu Hause an? Und ja, tatsächlich schon. Ich hasse es auch. Also was ich auch... Ich mag es nämlich eigentlich gar nicht, sich so dann irgendwie weiterzuschreiben über WhatsApp, sich kennenzulernen. Das ist halt dumm. Ich bin immer für Treffen. Lass uns treffen. Auch, beim Zurückschreiben bin ich auch so... Ich bin ganz schlecht darin. Genau, einfach, wenn man sich sieht, kann man doch eh klären, ob man sich scheiße oder gut findet. Weißt du, da bringt deine das 3 Wochen hin und her geschreibe doch gar nichts. Ich bin auch nicht so ein Fan von Smalltalk. Die beiden sind so gleich. Oh mein Gott. Passen echt wie die Faust aufs Auge. Die Gesprächsthemen sind schon alle sehr so dieses Standard, was man halt so sagt. So, jeder ist eher Fan vom Treffen, anstatt jemanden übers Handy kennenzulernen. Jeder würde gerne reisen gehen, egal wohin. So, wisst ihr, wie ich meine? So gefühlt. So klar, es gibt auch Leute, die anderer Meinung sind. Aber jetzt 90% der Leute hätten jetzt die gleichen Sachen auf die meisten Themen geantwortet. So, wisst ihr, wie ich meine? Nee, gar nicht irgendwie. Ich treffe mich viel lieber persönlich als zu schreiben, weil ich finde Schreiben einfach anstrengend. Wenn ich mit jemandem auf WhatsApp schreibe, dann kriegt derjenige meine Nachricht nach 3 Tagen vielleicht, wenn es hochkommt. Dann kriegt man zwar immer böse Nachrichten von den Leuten selber, aber das ist mir dann ehrlich gesagt auch egal. An was denkst du? An die Spice Girls. Nein. Okay. Ich denke an 3 Engel für Rolli. Rolli. Irgendwie unterschiedlich und doch gemeinsam passend. Wie die 3 Engel für Charlie. Oder? Ja. Die dritte war gerade maximal überfordert. Sie wusste gar nicht, was sie machen soll. Erstmal so Besteck weggelegt, dann so. Was machen die? Okay, dann mache ich auch so. Oh, die Klasse klingelt. Für euch. Wo darf ich sie hinlegen? Ja, okay, dann leg's her. Alles gut. Ich habe mich gefreut, dass er mich eingeladen hat. Und generell wird es ja auch ein Geben und Nehmen. Also wenn man sich nochmal wieder sieht, dann hätte ich auch kein Problem, das nächste Mal das Essen auszugeben. Aber ich hätte auch geteilt, auf jeden Fall.
Also... Mir hat ehrlich gesagt bei dem Treffen... Bro, warte mal kurz. Hatte sie da gerade so einen Taschenaufhänger? Seht ihr das? Das ist so ein Taschen... Das tust du in deine Tasche, dann hängst du das an den Tisch und dann ist an dem Tisch so ein Haken dran und dann kannst du da deine Tasche oder deine Jacke aufhängen. Wie krass ist das denn, dass sie das mitschleppt? Mir hat ehrlich gesagt bei dem Treffen eigentlich quasi nichts gefehlt. Also ich habe so, glaube ich, so ein Grundgerüst kennengelernt, aber da muss man halt noch das, was daneben steht, halt auch noch kennenlernen. Viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Ja. Und noch eine schöne Woche, ne? Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Also ich wette, ein Taui, dass die sich nochmal treffen. Gänzlich handyfreien Kennenlernen, bitte. Wer fängt an? Willst du anfangen? Ich kann anfangen. Gut. Also ich fand das sehr, sehr gut. Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall viel zu erzählen. Es war keine unangenehme Stille, die wir hatten. Und konnten gut miteinander sprechen, hatten viele Gesprächsthemen und hatten auch viel Spaß. Ich würde das quasi so unterschreiben. Das fand ich eigentlich sehr gut. Muss das ja jetzt nicht mit anderen Worten wiedergeben. Top. Dann könnte man sich doch wiedersehen, oder? Ja, da würde ich tatsächlich wieder Schnecken drum spielen, wer anfangen muss, das zu sagen. Okay. Also ich würde mich auf jeden Fall noch ein zweites Mal treffen, einfach weil es... Bro, er macht Schnick, Schnack, Schnuck, dann sagt er Scheiße, weil er verloren hat, weil er jetzt die Möglichkeit hat, einen Korb zu kassieren. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt sagt er, er will sie treffen und sie kann jetzt sagen, ich aber nicht. Und hätte er bei Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen und sie hätte direkt ich aber nicht gesagt, hätte er darauf anspringen können und sagen können... Ja, fühle ich, war mehr so freundschaftlich, wir können ja Freunde bleiben. Sehr lustig, war sehr cool, sehr offen, war eine gute Sache. Würde ich auch sagen, ich hätte auch Lust, dich nochmal wiederzusehen, dass man sich nochmal kennenlernt, irgendwas unternimmt. Genau. Und dann zeigt sich ja, was sich so ergibt. Genau. Gut. Gut. Ja. Jetzt sagt ihr, es wird hier mir gezeigt, dass man es irgendwo am Ende sehen kann. So, ich spule jetzt ans Ende der Folge. Ah, hier. Verpflichtungen auf beiden Seiten haben ein zweites Treffen bisher verhindert, doch noch ist alles offen. Inga würde sich jedenfalls freuen, Jannis wiederzusehen. Wir bleiben dran. Na dann, gut. Gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass da hier in der Endcard so Sachen kommen. Sehr, sehr stark, liebe Freunde. Ja, das war's mit Inga und Jannis, liebe Freunde. Mal schauen, was aus den beiden wird. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich wünsche den beiden das Beste. Sie haben irgendwie schon gut zusammengepasst. Und das ist doch toll. Dafür sind wir doch hier. Als hätte ich jetzt so First Dates erfunden. Wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr, beim neuen Video. Hier auf dem Kanal kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video. Also, falls dir das Spaß macht, hier dabei zu sein, kannst du kostenlos gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Alles andere auschecken in der Videobeschreibung. Findest du meinen Hauptkanal. Dort kommt einmal die Woche ein Dating-Video auf meine Art und Weise online. Den Podcast könnt ihr gerne auschecken. Ziemlich beste Fremde zusammen mit Laura Abler. Würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.